So ist das. Was ist da eigentlich gerade passiert? Naja, vielleicht... So, ist das so? Ja, jetzt muss ich zeichnen. Pass auf, ich möchte sie wirklich nicht sehen. Ja, nimm mich nicht fest, ja? Die Kollegen wissen Bescheid. Welche Kollegen? Meine Kollegen. Die wissen Bescheid, dass ich hier bin. Das ist die größte Ehrennudel, die hier rumläuft und keiner möchte sie erschießen. Also nehmen Sie mich jetzt bitte nicht fest, ja? Ich will nur tanken. Gut, dann tanken Sie. Aber zählen Sie mich bitte nicht, ja? Warten Sie mal kurz, ich muss mal kurz eine Kleinigkeit erledigen hier. So. Keiner weiß, dass ich hier bin. Okay. Keiner weiß es. Die anderen Kollegen verfolgen... Ja, ich brauch das Ding eh nicht. Die anderen Kollegen verfolgen eure Leute in eine komplett andere Richtung. Ich bin die Einzige, die hierhin gefahren ist, weil sie diesen dämlichen, geklauten Smart loswerden wollte. Richtig, und das ist mir aufgefallen und bin ihnen hinterhergefahren. Ja. Sie haben hoffentlich festgestellt, dass ich ihnen gesteckt habe, dass die auf sie schießen wollen. Ja. Und sie haben dann hoffentlich gemerkt, dass ihre Kollegen noch leben, ja, und wir nicht auf sie geschossen haben. Ich gemerkt. Wir sind da sehr kulant, ja, und wir haben gesagt, wir warten, ja, ob sie sich sicher sind, ob sie das tun möchten. Ich hab gedacht, ich vertraue ihnen. Und was soll das jetzt? Ja, habe ich ihnen was getan? Alter, das war ja wohl die humanste Geiselnahme aller humanen Geiselnahmen, die sie jemals gesehen haben, ja. Okay, doch. Ja, ihr habt was, ja... Ihr macht nichts. Ich bin legal unterwegs. Guckt, ich habe einen 9mm-Kult und einen erweiterten Waffenschein. Ich bin der legalste Mensch, der rumrennt. Ich habe einen erweiterten Waffenschein. Gucken Sie. Aber dann hier Kohle einfordern für ein paar Geiseln. Ja, brauche ich ja, damit ich die Justiz mehr bezahlen kann. Für Sachen, die Sie anstellen. Sie jetzt lassen können, dann brauchen Sie die Kohle gar nicht. Ja, aber es ist ja... Gucken Sie, ich mache ja nur Drogen, ja. Ich fahre meine Drogen... Justiz schnappt mich, ich bezahle das, was ich an Drogen verdient habe, bezahle ich an Justiz, ja, und das jeden Tag. Wissen Sie, ich habe wirklich geglaubt, dass Sie ein halbwegs guter Mensch sind. Und jetzt machen Sie so eine Scheiße mit mir, ich bin angepisst, bin ich ehrlich. Ich habe versucht, aus der Situation das Beste zu machen, ich habe keinen Bock, dass wir uns hier gegenseitig kaputt schießen. Ja, ich will ja auch nicht schießen. Ja. Was meinen Sie, warum ich Ihnen das gesteckt habe, dass Sie gleich das Feuer auf Ihnen hier eröffnen? Wir sind da gut aus der Sache rausgekommen, denke ich. Ich habe die Hoffnung, dass wir das mit SC irgendwann einigermaßen so klären können. Da können wir keine toten Leute gebrauchen. Ich habe Ihnen vertraut. Herr Burger, aber das ist jetzt auch irgendwo hinfällig. Das Problem ist, ich bin mir immer noch nicht sicher. Ja, ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht nicht gemerkt haben, aber... Letztes Mal, es gibt intern bei uns so ein bisschen Clinch, ja. Ich hab da eine Frau, die ist mir ein Dorn im Auge und... Die wollen sie loswerden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie letztens mit ihnen telefoniert hat, wo ich die Alte loswerden wollte. Jedenfalls kamen da auf einmal die Bullen angestratzt. Ich weiß, ich war dabei. Also nicht wirklich, aber ich habe mit ihr telefoniert. Ich kann mir nicht erklären, was sie sich davor haben. Auf der einen Seite sind sie ein guter Mensch und auf der anderen Seite... bin ich Ihr Geisel. Guter Mensch. Ja, aber habe ich in den Haar gekrümmt? Nein. Heute.
Und was ist mit morgen? Was ist mit übermorgen? Ja, habe ich Ihnen jemals ein Haar gekrümmt? Nein. Nein. Warum sollte ich das morgen oder übermorgen anders machen? Was wäre passiert, wenn ich gegangen wäre? Richtig, Sie hätten mich erschossen. Aber nein, nein, warte. Doch. Ich drehe den Spieß jetzt um. Ja, weil ich habe Ihnen ja auch vertraut. Ich wusste, dass Sie nicht gehen werden, ja? Jeder andere Kopf wäre gegangen. Ja? Sie, genau, Sie wussten, dass ich nicht gehen werde. Ja, genau. Ich habe Ihnen vertraut. Ich haben Sie etwa mein Vertrauen ausgenutzt oder was oder wie? Halt, stopp, jetzt drehen Sie den Spieß nicht wieder um. Doch. Oh, doch. Auf dieses Spieß hat noch zwei Seiten, ja? Die eine ist spitz und die andere ist griffig. So, also. Ich habe Ihnen vertraut in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich nehme Sie als Bandungsführer, ja, weil ich weiß, dass Sie da nicht einfach rauslaufen. Sie wussten was. Sie wussten es. Sie haben es ausgenutzt. Das hat nicht meine Gutherzigkeit. Das hat was mit Menschenkenntnis zu tun. Ja, und ja, also ich weiß nicht, ich will ja auch nicht, dass da Blut vergossen wird oder so, ja. Und deswegen habe ich gedacht, ich lock sie da einfach rein in mein Rattenloch. Ja, das ist es. Hinterhältig hast du mich in das Loch reingelockt. Wissen Sie, was noch viel schlimmer ist? Kein Mensch vermisst mich bei der Nachbesprechung. Das ist noch viel bitterer. Die stehen alle im Kreis, machen Nachbesprechung. Keiner merkt, dass ich weg von der Karte bin. Entschuldigung. Aber das ist das, was ich Ihnen vorhin gesagt habe. Das ist richtig. Also ich würde mich für Ihre Kollegen würde ich auch keine Kugel fangen, wenn ich ehrlich bin. Ich wusste, dass meine Kollegen den Zugriff machen. Aber für so etwas sterbe ich nicht. Also habe ich euch Bescheid gegeben und habe euch gesagt, ihr sollt euch da verpissen. Ich meine, so ein wirklich. Also, es ist glaube ich, nichts passiert, wenn ich das jetzt. Es ist auch nichts passiert. Aber die Schießerei hättet ihr gewonnen. Das ist ein Streifenwagen. Echt jetzt? Ja, aber der fährt weiter. Lol, dem fällt doch nicht mehr auf, dass ich hier stehe. Ist ja krass. Herr Burger, was soll ich dazu noch sagen? Wissen Sie, haben ein gutes Herz, ja? Und das schätzen die Bürger Nordholms. Dafür, dass Sie mein Vertrauen ausgenutzt haben. Mein Angebot steht noch, dass Sie einfach Ihre Uniform ausziehen und dann kommen Sie bei uns mit. Ich glaube, das sind Sie besser aufgehoben. Die Nachbesprechung ist vorbei. Und? Viel Zeit haben wir nicht mehr. War das die Nachbesprechung von Fitzi oder war das die Nachbesprechung vom Hochofen? Vom Hochofen und niemandem ist aufgefallen, dass ich fehle. Ach, Herr Burger. Tut mir schon leid, muss ich wirklich sagen. Das ist ja keiner von Ihnen. Okay, dann kommen wir jetzt beide unseren Weg, ja? Nehmen ja. Wir. Ach so, noch was. Nicht ausziehen und nicht bei mir mitfahren, okay. Eine Kleinigkeit. Ich habe mal wieder den typischen Burger gemacht. Ich wollte sie eigentlich verhindern, Mark tasern. Wenn ich dann doch ein Magazin im Taser hätte. Ja. Ich habe mich gewundert. Ich habe gedacht, ich laufe wie eine Ente. Auf einmal macht's nur klick, 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 klick. Scheiße! Sind wieder genügend Streifen in dem Lande unterwegs. Na dann. Frau Casala, man sieht sich. Man sieht sich. Sollen wir es lassen? Sollen wir als Spion überlaufen? Oder sollen wir komplett überlaufen? Schreibt es doch mal in die Kommentare.
Ja, ich hatte einen etwas schwerwiegenderen Verkehrsunfall gehabt. Ich war jetzt eine ganze Weile bewusstlos. Hat die Nachbesprechung schon stattgefunden? Komm.